So, zweiter Tag. Wie ihr seht, bin ich gerade mit Manas wieder am Start. Das ist jetzt der Acker direkt um die Biogasanlage. Wir haben gestern noch hier angefangen. Haben gestern Abend so um 7 haben wir so ungefähr gemacht. Und heute geht es jetzt hier weiter. Es macht total Spaß. Die Leute sind genial. Mein Gespann ist super. Wir haben jetzt heute noch ein 800 Kilo Gewicht hingemacht vorne, weil er gerade so gewippt ist. Und jetzt macht es wirklich mega, mega mäßig Spaß zu fahren. Das ist eine richtig tolle Sache. Das taugt mir wirklich. Alle sind ruhig, alle sind gelassen. Hoffe ich mal. Und es ist wirklich schön zum Fahren hier. Jetzt lässt er erstmal mit dem Platz. Wir wollen jetzt gerade nach oben fahren. Fahren wir jetzt eine AB-Linie ein. So, wir sind jetzt mal in diesem Teil des Feldes, sind wir jetzt mal rum. Und der Hannes hat jetzt gerade die AB-Linien angelegt, damit er da entspannt mit GPS fahren kann. Das erleichtert natürlich vieles. Ist ja logisch. Anweisung für mich als Abfahrer war, immer so circa 3 Reihen Abstand halten und den Turm beobachten. Ja, den Auswurfturm. Je nachdem, wie er sich neigt oder nach vorne, nach hinten geht, weiß ich dann immer, wo ich hin muss. Und sollte der Turm jetzt mal ein bisschen nach hinten zeigen, schräg nach hinten, dann muss ich natürlich wieder ein bisschen Gas geben, um auf eine andere Höhe zu kommen. Und ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich bin auf jeden Fall viel entspannter als letztes Jahr. Letztes Jahr ist echt schon fast Angst mitgefahren, aber dieses Jahr fährt zumindest mal keine Angst mit. Respekt ist immer dabei und aufpassen, weil ist ja nicht mein Zeug. Und selbst wenn, muss man trotzdem drauf aufpassen. Ich möchte ja hier als Auswärtiger, als Schwabe, möchte ich natürlich hier unserer Region keinen Schaden machen. Ja? Da möchte man ja die Heimat gut repräsentieren. Jetzt bin ich gespannt, wie das Wetter heute wird, weil es hat für Nachmittag anscheinend Regen angesagt. Und das wäre natürlich etwas schade, aber ist halt so. Hannes, jetzt muss ich gleich einen Meter weiter nach rechts fahren, weil da ist genau in meiner Spur dieser große Stein. Immer warm, Auto verriegelt. Also ich bin super happy mit dem Gespann. Das fährt richtig gutmütig und ist gut ausballastiert. Ist für mich auf jeden Fall nicht zu groß, nicht zu klein. Das ist jetzt ein Big Body 57, der hinten dran hängt, mit hydraulischer Achssperrung. Das hilft natürlich und der läuft wirklich super schön hinten rum. Klasse Teil, finde ich gut. Wobei man jetzt sagen muss, ich bin jetzt auch noch nicht jeden Wagen gefahren. Ja? Also jeder, da gibt es bestimmt seine Eigenarten und Geschmäcker, aber ich finde es ganz gut. Ich bin gespannt, wie das Video später mal wird. Was wir zusammenbekommen, wie viel. Aber ich bin ja noch eine gute Zeit da. Und dann wollen wir mal schauen, was so geht. Ja, immer auf die Verriegelung gucken, dass das Jahr passt. Dass das Jahr passt. Ja, da habe ich keinen Bock drauf, dass die Heckklappe irgendwie mal nicht gescheit verriegelt ist. Und wenn du dann auf der Straße fährst, geht's rund. Martin hat angefangen und ich kann euch sagen, der hat da ziemlich solide gemacht.
gut. Der Hänger dahinter ist auch eine relativ kleine Kiepe, muss man auch sagen. 30, 35 Kubik ist nicht die Welt. Bei den großen 50, 60 Kubikern ist das tatsächlich schon ein bisschen mehr Talent gefragt, weil man dann als Häckslerfahrer nicht mehr mit dem Turm die komplette Länge richtig abdecken kann. Bei so einem kleinen Kollegen ist das hier schon ein bisschen was anderes. Im Prinzip, was für viele neu ist anfangs, ist das Fahren mit Autofill. Weil sie müssen verstehen, dass der Häcksler eine eigene Dynamik entwickelt auf dem Hänger und dass der Häcksler Vorstellungen hat, wo er gern befüllen möchte. Und dass der Fahrer im Prinzip nicht dagegen arbeitet. Wenn der Häcksler, wenn ich das so eingestellt habe, dass er von vorne nach hinten befüllt, dann muss der Fahrer das auch so akzeptieren, dass das so geschehen wird. Hat Martin relativ schnell begriffen. Was vielleicht noch ein bisschen Ungewöhnung war, war das Drehen am Vorgewende. Da kam er anfangs so ein bisschen zu dicht dran immer, weil er sich wahrscheinlich immer, weiß ich nicht, auf die letzten Meter aufs Konzentrieren auf das Wenden konzentriert hat, da kam er halt ein bisschen zu dicht dran. Dann aber, das war glaube ich nach einem Tag weg oder so. Ich habe es dir dann gesagt, dass du den Punkt hast beim Umdrehen, kurz vorm Umdrehen kommst du zu dicht. Und dann hat man den das relativ schnell abgestellt. Und ansonsten läuft, oder? Voll. Ich habe dich als sehr ruhigen, bedachten Typen eingeschätzt und das ist definitiv so. Also du fragst, bevor du irgendwas falsch machst, fragst du lieber doch nochmal nach. Und ja, das funktioniert eigentlich Bombe, muss ich echt sagen. Also ich bin da weder positiv noch negativ über. Ich habe dich eigentlich genauso eingeschätzt, wie du jetzt bist. Also ein solider, wirklich guter Fahrer, obwohl du das ja gar nicht oft machst, läuft es trotzdem gut. Was gut gegessen, es gab einen Topf. Ah, das war super. Schon geil, wenn man ab und zu mal sein Essen auf dem Frontgewicht einnehmen kann. Das ist schon ganz cool. Wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, da zieht ein richtiges Wetter auf. Also wir hoffen, dass wir das jetzt noch reinkriegen, dieses Feld, bevor es zum Regnen kommt. Jetzt zieht es aber zu. Jetzt kommt dann der richtige Wetter. Das macht Spaß. Nicht. Schade. Mal gucken, vielleicht wird es morgen besser. Ich weiß nicht, ob wir dann morgen auch auf den Acker können. Mal schauen. Dann vielleicht werde ich ein paar Videos schneiden heute Abend oder so. Wenn heute früh mal Feierabend wäre. Außer im Hannesfeld noch was anderes sein. Gucken wir mal, wo er uns hinhaben will. Ganz ins Eck. Wir dürfen wieder ganz ins Eck fahren. Auf geht's! Der Hannes verstellt sich nicht. Also Hannes ist im Stream ein lieber Typ oder auch in seinen Vlogs. Und das ist er auch zu Hause. Und da fehlt es einem an nichts. Ich habe ihm aber auch gleich zum Einstand mal einen Kasten Bier von meiner Heimat mitgebracht. Das fand er erst sehr gut. Hannes hat mir eine Ferienwohnung bei einer sehr netten älteren Dame organisiert. Vielleicht kann ich da mal was reinschneiden. Hier geht's. Hier ist so das Wohnzimmer. Das habe ich umgebaut. Dann habe ich dann gleich meinen Rechner aufgebaut. Super kuscheliges, kleines Apartment. Sehr urig. Mit Kassettenrekorder. Auf jeden Fall total geil. Genau. Und hier ist das Schlafgemach. Die ältere Dame ist ja so richtig herzlich. Voll. Die fängt ja an zu reden und du möchtest sie umarmen, weil das so ein lieber Mensch ist, ne? Total. Hier ist Küche, Spüle, Kühlschrank. Das macht es auch so ein bisschen aus. Also das macht gleich das Feeling irgendwie. Man ist gleich heimisch hier, ne? Bad, Lokus, alles da, was man braucht. Ich war ja sowieso nicht lang hier und ich war nicht oft hier drin, ich war meistens auf dem Acker. Ich glaube, ich nehme ihn mal schnell mit raus. Gucken, ob das hinhaut.
So. Hier ist Hannes mit der Drohne. Geht ab, der Typ. Was er nicht alles auf einmal machen kann. Wechseln, Drohne fliegen, streamen. Ist mega. Habt ihr mal die Drohne short? Tut bestimmt eine Meldung kommen vom Hannes. Also, liebe Freunde der Nacht. Gestern haben wir Pause gehabt, weil es noch zu nass war. Und heute sind wir den ganzen Tag schon fleißig dabei. Natürlich ist der Hannes wieder am Stream. Und ich habe jetzt die große Ehre, hinter dem Roten Baron zu fahren. Ja, die Community hat mich ja jetzt auch den Roten Baron Light getauft, was ja eigentlich voll witzig ist. So, dann machen wir mal wieder voll. Also, ich glaube hier so ein... Das hier ist glaube ich so ein 50 Hektar, müsste der haben ungefähr. Der Schlag, und was ja ziemlich cool ist, aber die Straßen hier hin, das ist die Hölle. Das ist die Hölle, sowas habt ihr noch nicht erlebt. So. Jetzt sind wir gerade für eine Mittagspause fertig. Frisch gestärkt, das Essen ist Bombe. Der Papi vom Hannes versorgt uns da immer jeden Tag mit hervorragender Mahlzeit. Super gut. Heute hat es, glaube ich, Fisch gegeben. Fisch war es mit Süßkartoffel. Süßkartoffelpüree war hervorragend. Gescheiter Soße. Also die ganze Aktion, das war auf jeden Fall kein Fehler. Es sind alles so nette Leute hier. Der Umgang ist ganz toll. Alles wird in Seelenruhe gemacht. Also da fühle ich mich als Anfänger schon sehr wohl. Also da wird schon auch immer sehr aufeinander Rücksicht genommen. Und dafür bin ich echt saumäßig dankbar. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich die Kamera noch mal versetzen, damit man was auch sieht. Das macht echt derben Spaß. Und jetzt bin ich auch langsam so auf dieses Gespann hier so ein bisschen eingeschossen. Und ich hoffe, das geht jetzt die nächsten paar Tage gut weiter. Es funktioniert alles hervorragend. Es gibt keine brenzligen Situationen oder so. Ich komme mit jedem gut klar. Und es ist wirklich eine Top-Sache. Wirklich. Ich habe jetzt auch einen Funk. Kann ich dann auch mal mit Hannes ein bisschen quatschen. Ja, anschnallen ist jetzt deswegen wichtig, weil bei diesen Straßen, da sind Löcher drin und Zeug, da hebst du ab. Deswegen lieber anschnallen.
Ich habe dir die schlechteste Straße Deutschlands gezeigt. Und das war sie wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, wir haben jedes Jahr den Horror, wenn wir mit der Güllekette dahin müssen und wenn wir mit dem mit der Erntekette hin müssen. Ich weiß nicht, kann man die sehen in deinen Videos wahrscheinlich? Ich glaube schon, ja. Willst du sie ansprechen? Du musst sie ansprechen. Wir fahren ja heute da nochmal hin. Du musst sie ansprechen. Ich habe die Fläche, glaube ich, vor 7 Jahren oder so bekommen. Und da hieß es schon, die Straße wird bald gemacht. Und da haben wir uns gesagt, Leute, die Straße wird bald gemacht. Das wird besser. Jetzt ist 7 Jahre vergangen und es ist keine Aussicht, dass diese Straße besser wird. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen konzentrieren. Hier sind überall Löcher und Zeug und man muss so aufpassen. Wir haben da Sitze auf der Straße kaputt gemacht, also 2, 3 Sitze. Dann haben wir hier Ausgleichbehälter von den Vorderachsen sind ein paar Stück weggeflogen. Ich weiß nicht, da sind glaube ich Federn drauf gebrochen. Also die Federung von der Karre ist gut. Also wenn die nicht gut wäre, würdest du den Tag hier nicht überleben. Die Straßen sind so gestört hier. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Und ich weiß nicht, sie hat, also ich glaube, sie hat mehr Ölwannen auf dem Gewissen als die Nordschleife, würde ich sagen. Wir befinden uns jetzt aktuell noch auf dem schönen Teil der Straße. Wir werden jetzt danach gleich sehen, wie es mich hier durchschüttelt. Dann wisst ihr auch, warum ich mich angeschnallt habe. Ja, und dann ging es natürlich darum, welche Strategie fahren wir. Fahren wir langsam und du wirst durchgeschüttelt? Also jetzt sind wir auf Level 2 der Straße. Das sind jetzt irgendwie 2 so Spuren mit Betonplattensteinen. Boah, das ist schon echt nicht cool, aber es geht noch. Es kommt noch härter. Geschwindigkeit schafft Ebenheit, war Martins Devise. Ihr müsst verstehen, Martin hat den langsamsten Trecker hier im Feld. Aber auf der Strecke war er immer der Schnellste in der Runde. Fehlende km/h werden einfach durch Wahnsinn ersetzt. Ja. Schwäbischen Wahnsinn und den haben wir wirklich gehabt. Und wo Leistung fehlt, regiert der Wahnsinn. Jetzt kommt Level 3. Oh ja. Jetzt ist Endstufe. Das ist echt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ihr aus Bayern kommt oder aus Baden-Württemberg. Alter, boah. Ich habe ihm dann auch so einen kleinen Trick gesagt. Ich sage, du musst dann auch so ein bisschen den Hintern vom Sitz heben und dann nur das Lenkrad festhalten, so ein bisschen locker aus den Knien. Und hat er gemacht. Der fährt da 40 km/h mit dem Weg. Also meine ganzen Jungs fahren da wirklich smooth. Martin fährt da wie ein Experte. Ich meine, für New Holland ist es schlecht, also ist der Härtetest schlecht weg. Ja, besseres Testgelände also, gibt es nicht. Wenn der das so durchhält mit 40 Sachen, also dann hält er das auch aus. Egal wie du fährst, rechts, links, schnell, langsam. Oh, das haut dich weg. Das ist echt gestört. Oh, jetzt kommt der Chrissy. Die armen Leute, die hier wohnen, ey. Das ist. Oh. Hier mal noch mal ein bisschen durchschütteln. Ich melde mich nachher noch mal kurz zum Silo. Also, bis gleich. Also gut, Leute,
ich werde, das muss ich jetzt wahrscheinlich ausblenden, aber ich werde mir jetzt hier mal so richtig nochmal die Ohren wegfüllen, die Stereoanlage hier, die Anlage, die hier drin ist, voll geil. Also, ich werde jetzt mal kurz hart abwarten müssen. The Referee kommt. Super geile Band, das ist zwar ein bisschen hart, aber finde ich super geil. Session für heute. Beinahe wird es zu dunkel. Machen wir jetzt noch, solange die GoPros noch mitkommen. War wieder ein geiler Tag. Von früh bis jetzt oder bis später nachher noch durchgefahren. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Übrigens, die Anlage habe ich jetzt vorhin hier getestet. Brutal. Die schießt dich komplett aus dem Leben. Ey. Super geil. Hannes kann es, glaube ich, manchmal echt nicht verstehen, warum ich mich so freue, weil für ihn ist das ja normale Arbeit, aber für mich ist das wirklich Urlaub. Übrigens, wenn ihr mal beim Hannes zu Besuch seid, er macht einen hervorragenden Nudelauflauf. Der ist sogar so gut, dass er ohne Soße funktioniert. Und wenn der Schwab sagt, es funktioniert ohne Soße, dann hat es was zum Heißen. Also danke, Hannes. So schade, dass wir heute Abend aufhören, so früh. Könnte, glaube ich, schon nur länger. Aber nach einem gewissen Anteil von Stunden kann man auch mal. Kann man auch mal Feierabend machen. Weil der Hannes hat so die Einstellung, dass er halt seine Mitarbeiter auch nicht verheizen will. Und das ist eine gute Einstellung, finde ich. Also ich melde mich mal für heute ab. Morgen geht's weiter, das Wetter wird gut. Ich freue mich. Also habe ich die Ehre. Bis morgen!